Meine Entgiftungskur geht in die nächste Runde. Auch dieses Jahr, in 2024, geht's wieder los. Ich mache eine Entgiftungskur und nehme euch da mit, wie die letzten Jahre auch. Zeige euch Einblicke in mein Protokoll, wie ich das Ganze mache. Es kamen viele Fragen von euch in letzter Zeit dazu, gerade über Instagram, über Facebook. Und da möchte ich jetzt ein bisschen drauf eingehen, wie so das Protokoll aussieht. Wir werden uns als erstes mal anschauen, warum ich es überhaupt mache. Ich mache das ja seit knapp 10 Jahren jetzt. Jetzt sind es fast komplette 10 Jahre, dass ich Jahr für Jahr immer wieder so eine Entgiftungskur mache. Und warum immer noch? Warum? Ich habe schon so viel gefastet, Saftkur gemacht, alles Mögliche. Aus welchen Gründen mache ich das noch? Darauf möchte ich zu Beginn mal eingehen. Und dann, danach schauen wir uns natürlich noch an, wie sieht denn mein Entgiftungsprotokoll aus? Also wie führe ich das dieses Jahr durch? Und da habe ich dann auch noch ein cooles Geschenk für dich, das du dir dann auch sichern kannst im Laufe des Videos. Also erstmal, warum mache ich das seit fast 10 Jahren immer noch jedes einzelne Jahr so eine Entgiftungskur? Und zwar, der erste große Grund ist, ich merke, es ist einfach eine enorme Entlastung, es ist ein enormer System-Reset für meinen Körper. Ich fühle mich so schon richtig gut und entlastet, aber ich merke durch diese Auszeit mal von fester Nahrung gerade, durch das Fasten, durch die Saftkur, ist es so, dass noch verstärkt, dass ich alles resetten kann und dass ich dadurch noch mehr Leichtigkeit habe, weil natürlich man nichts Schwerverdauliches auch konsumiert und da die Verdauung vor allem sehr stark entlastet wird. Also genau das ist der erste Punkt. Der zweite Grund, der ganz klar auch für mich dafür spricht, ist auch Thema Schlaf, Schlafqualität. Also jedes Jahr nehme ich wahr, durch so eine Entgiftungskur verbessert sich die Schlafqualität. Dadurch, dass das System entlastet ist, ist es noch tiefer regenerierender jede einzelne Nacht. Du musst dir vorstellen, wenn man dann nur Wasser trinkt und nur Säfte trinkt, man kann richtig gut schlafen, wenn man diese Anfangsphase auch überwunden hat. Und das ist eben mega, mega gut. Der dritte Punkt ist mehr Energie und mehr Lebensfreude noch. Die ist bei mir sowieso schon extrem hoch, aber ich merke in der Entgiftungskur und vor allem auch danach, weil das System effizienter dann läuft, und durch diese krasse Entlastung und durch das Fasten tut man neue positive Hormone ausschütten. Und das sorgt einfach dafür, dass man gerade gute Laune hat, dass es einem richtig gut geht. Und das ist auch für mich ein sehr, sehr starker Beweggrund. Der vierte Punkt ist eine erhöhte mentale Klarheit. Ist natürlich klar, wenn man besser schläft, wenn das System entlastet ist, wenn man die Kur auch richtig durchführt, wenn das alles gut abgedeckt ist, dann nehme ich wahr, dass ich sehr, sehr gut fokussiert arbeiten kann, dass ich besser durcharbeiten kann noch, dass ich weniger Pausen sogar brauche, wobei Pausen sehr wichtig sind, muss man klar sagen. Aber es ist so, dass ich noch weniger unermüdlich bin und dann gut auch alles auch in die Umsetzung bringen kann. Also erhöhte mentale Klarheit ist für mich auch so ein ganz klarer Punkt. Ich hatte auch schon vielen Unternehmern das mitgegeben oder beispielsweise Menschen, die sehr stark sich fokussieren müssen, die sehr viel arbeiten, sehr viel Businessprojekte vorantreiben müssen und selbst bei vollem Alltagsstress, selbst bei vollem Leben, wenn da sehr viele Termine anstehen, viele Projekte, ist es trotzdem möglich, so eine Entgiftungskur durchzuführen. Und da profitiert man natürlich auch von dieser erhöhten mentalen Klarheit in Bezug auf den Fokus, in Bezug auf die mentale Leistungsfähigkeit. Der fünfte Punkt ist die Haut. Auch da kann ich mich nicht beklagen. Allerdings in so einer Entgiftungskur merke ich, die Haut wird auch nochmal einen Tick besser. Das heißt, die wird dann so ganz weich, sehr angenehm und Pickel habe ich sowieso nicht so, schon lange nicht mehr, weil ich meine Ernährung schon optimal gestalte, aber trotzdem verbessert sich die Haut nochmal, man bekommt noch ein bisschen mehr so ein Leuchten. Gerade auch wenn Menschen jetzt Hautprobleme haben, ist so eine Entgiftungskur richtig durchgeführt, gerade Wasserfasten, Saftkur, eine enorm kraftvolle Strategie, sofern man dann auch den Darm gründlich reinigt und den Darm gut auch nebenher saniert. Der sechste Punkt ist mehr Genuss und mehr Wertschätzung nach der Entgiftungskur. Also das ist auch mega cool. Ich bin sowieso schon ein großer Genießer, dass ich alle meine Mahlzeiten sehr bewusst, achtsam zu mir nehme. Aber ich merke, durch so eine Entgiftungskur wird es nochmal ein nächstes Level. Also es wird nochmal intensiver, weil man natürlich sich eingeschränkt hat, bewusst eingeschränkt, das ist wichtig. Und somit, wenn dann wieder die Bandbreite an Lebensmitteln danach zur Verfügung steht, was auch mein Ansatz ist, wir wollen natürlich gezielt entlasten, aber dann auch wieder eine ausgewogene Ernährung haben, wo verschiedene Lebensmittelgruppen drin sind, dass es nicht zu einseitig ist, weil das würde eine ungünstige Darmflora verursachen, dass sie wieder mehr Lebensmittelgruppen danach aufnehmen und dann merkt man einfach, was für eine Freude man hat wirklich am Essen und nicht dieses, was viele Leute ja als Freude bezeichnen, aber gar keine Freude ist, dass sie irgendwie sagen, sie müssen jetzt was essen, diese Gelüste, diese Heißhunger.
Das sind gerade die Leute, die sagen, sie sind Genussmenschen. Oftmals ist dann gar nicht mehr so viel Genuss dabei, weil das Thema eigentlich schon die ganze Zeit belastet ist. Und durch so eine Entgiftungskur werden die Blockaden beseitigt und ich nehme wahr, erhöhte Wertschätzung und mehr Genuss nach der Kur, wenn dann wieder die weiteren Lebensmittelgruppen reinkommen. Und dann noch der siebte Punkt, der natürlich auch für mich entscheidend ist. Und zwar geht es nicht nur um mich, sondern es geht natürlich auch um andere Menschen. Ich mache ja seit 4 Jahren das hauptberuflich, dass ich da Menschen dabei unterstütze, als Gesundheits- und Fitnesscoach gerade so eine Entgiftungskur erfolgreich umzusetzen, damit der Körper gründlich gereinigt wird, von Blockaden beseitigt wird. Das gebe ich ja seit 4 Jahren anderen Menschen mit. Und das ist ja auch so wichtig, dass ich selbst das natürlich lebe, was ich anderen Menschen lehre, sonst macht es ja keinen Sinn. Das ist natürlich an oberster Stelle. Und deshalb mache ich es auch selbst immer wieder, durchlaufe diese Entgiftungskur und immer auch wieder am eigenen Leib zu erfahren, was sind vielleicht noch gewisse Dinge, die man noch weiter verfeinern, noch weiter optimieren kann, weil ich auch immer von Jahr zu Jahr dran bin, alle Systeme, alle Programme immer weiter auf ein neues Level zu bringen. Und das ist für mich auch ein ganz klarer Grund, warum ich mir gesagt habe, hey, ich muss es durchziehen, jedes Jahr wird so eine Entgiftungskur auch von meiner Seite durchgeführt. Und wenn du Lust hast, mal so eine Entgiftungskur anzugehen, du möchtest sie vor allem mit die Umsetzung bringen, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Gemeinsam können wir auch bei dir schauen, wie du das optimal umsetzen kannst. Du hast unter diesem Video die Möglichkeit, dich einzutragen und genau da schaffen wir Klarheit, wie du erfolgreich diese Entgiftung für dich auch meisterst. Jetzt kommen wir aber auf mein Entgiftungsprotokoll zu sprechen. Das möchte ich dir jetzt vor allem mitgeben. Wie sieht es jetzt dieses Jahr entgiftungsmäßig in 2024 bei mir aus? Also, alles geht los, Startzeitpunkt 25. Juni, das ist ein Dienstag, da beginnt das Ganze mit Wasserfasten. Wasserfasten deshalb, weil es richtig genial das System resettet. Es gibt nichts Besseres als Wasserfasten, um da gleich diesen Systemreset herbeizuführen zu Beginn. Und ich werde mindestens 3 Tage machen, vielleicht sogar länger, aber ich habe mir gesagt 3 Tage ohne Druck, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Das wird auf jeden Fall richtig, richtig gut tun. Das ist schon mal der erste Schritt. Und vor der Entgiftungskur, vor dem Wasserfasten, werde ich natürlich jetzt die Tage schon sehr stark meinen Körper entlasten, dass ich mich nicht mehr überesse, dass ich zwar nochmal adäquat esse, genug esse, aber jetzt auch nicht übermäßig mich überesse und dass ich schon einfach gewisse Sachen rausgenommen habe. Ich habe Getreide komplett rausgenommen, also auch Hirse, Haferflocken habe ich schon rausgenommen beispielsweise. Und jetzt viele Fette habe ich rausgenommen, Öle und so, alles raus damit. Nur noch eben das Omega-3-Öl oder auch Maleinöl in kleinen Mengen, aber sonst eben Fette sind sowieso schon niedrig, aber hier auch nochmal mehr auch drauf geachtet jetzt vor der Entgiftungskur. Und genau, dann geht's los, 3 Tage Wasserfasten und nach dem Wasserfasten geht's ab in die Saftkur. Saftkur, ich werde mindestens 10 Tage machen, vielleicht sogar auch da länger, aber ich habe ja mal gesagt, ohne Druck auch da wieder 10 Tage nur frisch gepresste Säfte, sprich nur Flüssigkeiten, Kräutertee sind auch erlaubt, aber der Fokus liegt wirklich auf den frisch gepressten Säften, vor allem auf Wassermelone, Karotten, Sellerie, Gurken, Wildkräuter werde ich entsaften und da gibt es in den nächsten Videos auch noch mehr. Ich werde nämlich alles dokumentieren, da werdet ihr auch ganz genau noch sehen, wie dann die Updates sind, alle 7 Tage beispielsweise, je nachdem wie ich auch dazu komme und da werde ich auf jeden Fall die Saftkur optimal umsetzen. Da habe ich ja auch meine Saftkur Basics Videoreihe abgedreht, die war 3-teilig, die verlinke ich dir mal hier gerne und da kannst du mal reinschauen, da habe ich auch ganz genau erklärt in 3 Videos, was es zu beachten gibt, um die Saftkur auch richtig durchzuführen. Guck da mal auf jeden Fall vorbei. Genau, also das, so sieht es aus und in dieser Saftkur baue ich nochmal ein weiteres Wasserfasten ein. Das hat sich bewährt, jetzt nochmal tiefer reinzugehen und da in der Mitte der Saftkur das zu machen. Zum Beispiel nach 5 bis 7 Tagen mache ich dann nochmal so 1 bis 3 Tage Wasserfasten. Je nachdem, wie ich eben Lust drauf habe, wie es sich gut anfühlt. Und da werde ich dann auch sehr gut auch Fortschritte nochmal sehen. Das ist einfach so gut. Der Körper ist entlastet schon vorab, hat das Wasserfasten schon hinter sich. Dann die Saftkur und dann nochmal so ein 2. Wasserfasten. Das hat sich einfach bewährt. Und dann nach dem Ganzen von Wasserfasten, Saftkur, geht es ins Fastenbrechen und in die Refeeding-Phase. Eine schleimfreie Ernährung wird da praktiziert, die den Körper auch nochmal entlastet. Das hat einfach den Grund, mit dieser schleimfreien Ernährung, dass der Körper nicht unnötig viel einmal verdauen muss, unnötig viel eben Enzyme selbst produzieren muss, um diesen Schleim runterzubrechen. Weil wenn du eine krasse Verdauung hast, eine starke Verdauung, dann kannst du auch schwerverdaulichere Sachen verdauen, wie Nüsse, Samen oder beispielsweise Fette oder beispielsweise tierische Lebensmittel oder beispielsweise aber auch Getreide und so weiter. Aber
indem wir das mal weglassen, muss der Körper weniger arbeiten, die Energie geht mehr in die Entgiftungs- und Selbstheilungsprozesse und deshalb werde ich das genauso auch nach der Entgiftungskur auch aufrechtzuerhalten. Genau, so sieht das Ganze aus und da wird dann Schritt für Schritt die Ernährung wieder aufgebaut. Schritt für Schritt ist es so, dass die Saftmenge reduziert wird von Tag zu Tag die Menge an fester Nahrung auch erhöht wird. Und auch da gibt es eine klare Herangehensweise. Das ist eben sehr, sehr wichtig. Und in jeder einzelnen dieser Phasen, sei es jetzt Wasserfasten, Saftkur, sei es jetzt auch diese Refeeding-Phase danach, gibt es natürlich eine klare Herangehensweise, ein klares Protokoll auch, wie man da vorgehen sollte. Da gibt es auch viele Fehler, die man machen kann. Und wichtig ist, sich auszukennen, am besten sich auch da Unterstützung zu holen, damit es eben gut gelingt, gerade bei der ersten Entgiftungskur. Und damit man natürlich auch das Maximum, wenn man schon mal sowas macht, auch für sich von der Gesundheit und für auch die, für das Wohlbefinden auch, dass man das auch herausholen kann und dass man es vor allem auch im Alltag gut umsetzen kann. Und was ich jetzt noch für dich habe, ist, dass ich dir einfach mal mein persönliches Entgiftungsprotokoll auch schenken möchte, mitgeben möchte. Du hast die Möglichkeit, hier auf diese Nummer, die blende ich hier mal ein, eine WhatsApp-Nummer, einfach mir schreiben, dann antworte ich dir da und dann tue ich dir einfach da die PDF von dem Entgiftungsprotokoll zur Verfügung stellen. Da habe ich einfach mal so auf einer Seite gebündelt, wie sieht es dieses Jahr bei mir aus. Wichtiger zu sagen, du kannst es als Orientierung nehmen, allerdings ist es ein sehr individuelles Thema und du solltest es nicht das 1:1 zu kopieren. Und was für mich das Optimale ist, heißt nicht, dass es für dich auch das Optimale ist und das, deshalb schau dir das durch. Guck dir das an, aber auch mit Vorsicht genießen, weil du natürlich vielleicht an einem ganz anderen Punkt stehst wie ich, eine andere Vorgeschichte hast, andere Toxine im System hast und da auch etwas mehr auch berücksichtigt werden sollte, wie unterstützt man die Ausscheidungskanäle, wie schafft man es, diese Motivation, diese Disziplin weiterhin aufrechtzuerhalten, die Sachen umzusetzen, wie schafft man es, Muskelmasse aufrechtzuerhalten, also ohne stark irgendwie abzubauen und zu mager zu werden. Das mache ich ja auch schon seit vielen Jahren, also ich halte meine Performance, ich halte meine Muskelmasse, also auch da gibt es klare Tipps und Empfehlungen. Genau, da kannst du dich bei mir melden, wenn wir mal drüber sprechen sollen. Nutze auch dafür den Link für das Erstgespräch drunter und dann gucken wir auch da, wie du die Saftkur so umsetzen kannst, die Entgiftungskur, dass du natürlich möglichst viel rausholst und auch deine Muskelmasse und deine Leistungsfähigkeit auch halten kannst. Genau, das ist so viel dazu. Ich bin auf jeden Fall hoch motiviert. Bald geht's los. Ich freue mich schon richtig drauf. Es ist eine Zeit von innerer Einkehr, von Reinigung, sei es jetzt körperlich, aber auch mental. Und ich nehme mir immer sehr viel Klarheit und sehr viel positive Energie aus jeder einzelnen Entgiftungskur mit raus. Wenn du Fragen hast zur Entgiftungskur, wenn du irgendwas wissen möchtest, schreib sie gerne unbedingt hier in die Kommentare. Schreib auch rein, wenn du selbst dieses Jahr eine Entgiftungskur noch geplant hast oder wenn du aktuell drin bist. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Lass auch ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Abonnier den Kanal, aktiviere die Glocke, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, um mir neue Ernährungs-, Gesundheits- und Fitnessvideos auch zu sehen. Und ansonsten, ja, bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir beste Gesundheit von ganzem Herzen. Hol alles raus aus jedem einzelnen Tag. Und wenn du jetzt noch das nächste Video schauen möchtest zum Thema Allergien, dann kannst du hier jetzt noch reinschauen, wie ich meine Allergien losgeworden bin.